Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, das hier ist keine Statue. Das ist ein Steingolem. Und zwar kriegen wir einen Hinweis. Wir kriegen kein Pop-up. Nee, okay. Obwohl ich Untersuchen ausgewählt habe. Na gut. So. Wir möchten jetzt am Anfang der Folge auch nochmal Knock Knock genau unter die Lupe nehmen. Der hatte ja beim letzten Mal diesen tollen durchbekommen. Edikt und da macht er ja, bekommt er einen zusätzlichen Angriff und hat sowieso auch einen sehr hohen Angriffsbonus, weil er hier eine plus 4 Verbesserung hat. Und das Thema sind die hinterhältigen Angriffe. Macht er bei den hinterhältigen Angriffen mit dem Dolch besonders viel Schaden oder nicht? Das werden wir jetzt am Anfang auch noch unter die Lupe nehmen. Wir werden ihn mal. Aber wir haben ja eine mächtige Unsichtbarkeit. Wir werden das ruhig jetzt einmal verwenden. Auch wenn wir davon nur 3 Aufladungen haben. Und dann greifen wir hier mit vereinten Kräften an. Inzi wirkt mit der Größe, damit wir die temporären Trefferpunkte bekommen. So, hinterhältige Angriffe, Leute. Knock, knock. Ja, richtig cool. Das war jetzt mit dem Kukri. Und das erste, die 1D3 plus 13. Das ist halt, was von der eigentlichen Waffe kommt. Die 15 Schaden. Und die 1D6 und die 6D8, die sind eigentlich von der Waffe unabhängig. Und da müssen wir mal schauen, dass wir diesen Schaden genauso auch mit dem Dolch sehen. Ja, weiter geht's. Und hat er mit dem Dolch getroffen? Ah, wieder mit dem Kukri. Kukri plus 1. Kukri plus 1, okay. Also auch schon fast wieder down, ja. Aber jetzt. Jetzt hat er mit dem Edikt angegriffen. Und ja, also oben beim ersten Angriff macht er ein bisschen weniger Schaden. Er kriegt halt nur eine plus 5 statt einer plus 13. Aber der Präzisionsschaden, der ist genauso hoch. Genau das gleiche. Und er hat mit dem Edikt halt noch einen besseren Angriffsbonus. Also das ist es schon wert. Ja. Wir müssen nur darauf achten, dass das Waffen sind, die hier aufgeführt werden. Damit die hinterhältigen Angriffe mit einem D8 gewürfelt werden, statt mit einem D4. Okay. Gut. Elras? Irgendwas ist mit Elras los. Ethergröße müssen wir ausmachen. Elras ist gerade ziemlich langsam, oder? Ah, er wurde ja verlangsamt. Okay, noch 31 Sekunden. Kein Problem. Wieder ausmachen. Und da einmal hier lang gehen. Bei Lindsay haben wir noch Fallen finden. 2 Minuten lang. Ein altes Bücherregal voller staubiger Folianten. Viele der Bücher sind dem Schimmel und der Feuchtigkeit zum Opfer gefallen. Ah, alte Bücher. Da kommt mir doch gleich etwas in den Sinn. Vielleicht finden denn sich in alten Büchern Informationen über das Grab. Aber woher sollen wir diese Bücher nehmen? Amaks Grab erreichen. Märchen aus Avestan. Wo
Vor langer, langer Zeit lebte ein wütender Gott namens Rovagok. Dieser war ein schrecklicher Riesenwurm mit tausenden von Zähnen und Klauen. Rovagok verschlang jede Welt, die seinen Weg kreuzte, eine nach der anderen. Doch den größten Göttern missfiel die Bestie und so zogen sie gemeinsam gegen Rovagok in die Schlacht. Viele Götter legten ihre Zwistigkeiten bei, um Seite an Seite zu kämpfen. Der mächtige Thorak, die kluge Sarenrae, der grausame Osmodeus, die findige Kalistria, die kaltblütige Pharasma und viele, viele andere. Gemeinsam stellten sie sich Rovagok entgegen, als dieser sich anschickte, auch Golarion zu verschlingen. Sarenrae, die Göttin der Sonne, verbot jedoch Rovagoks Tod und so legten die Götter den Teufel in Ketten und versenkten ihn tief unter der Erde in einen tiefen Schlaf. Seitdem wacht Asmodeus selbst über die Schlüssel für seine Ketten und so schlummert dieses schreckliche Monster bis heute in seinem Gefängnis. Wenn sich Rovagok im Schlaf wälzt und mit seinem Rücken über die Wände seines Gefängnisses schabt, erbebt die Erde und Vulkane speien Feuer. Ich hoffe, das ist ein versteckter Hinweis auf dieses eine Portal, das wir noch nicht durchschreiten konnten. Das wäre ja mal richtig cool. Das wäre ja der Oberhammer. Weiter geht's. Die Seite des Bücherregals ist mit unbeholfenen Zeichnungen verziert. Außerdem wollte jemand ein Wort in das Holz ritzen, hat sein Werk aber offenbar nie vollendet. Du kannst nur die Buchstaben AR lesen. Nachricht für Hauptmann der Wache. Ich habe so viele Schutzzauber wie möglich überprüft und verstärkt. Möglicherweise reichen sie aber nicht aus. Ich weise euch noch einmal darauf hin, dass der Kriminelle schlau und sehr stark ist. Ihr solltet die Wachen alle 6 Stunden wechseln. Die Wachmänner sollten eine intensive Einweisung und Empfehlungen hinsichtlich der magischen Barrieren erhalten. Überdies sollten sie ausgeruht und auf alles gefasst sein. Im Falle des scheinbaren Todes des Gefangenen ist besondere Wachsamkeit angeraten, da diese Kreatur nach dem Tod eine neue Gestalt annehmen und weiterhin das Böse in die Welt bringen kann. Okay, also Acht geben, wenn wir irgendwo auf eine Leiche stoßen, die mysteriös erscheint. Okay, die Sachen können wir verkaufen. Und eine Robe. Robe des wahren Meisters. Plus 5 auf die RK. Zauberresistenz 18. Einen Resistenzbonus von plus 4 auf alle Rettungswürfe. Und einen Bonus von plus 2 auf durchschlagende Zauber. Dann gibt Signal der Klarheit. Einen Resistenzbonus. Plus 1 auf Rettungswürfe. Plus 2 auf durchschlagende Zauber. Ich meine, das schallende Kettenhemd ist halt auch schon super krass. Da haben wir jetzt Resistenz. Plus 4 Robe des wahren Meisters.
überschreibt, also der Resistenzbonus würde den Resistenzumhang überschreiben. Durchschlagende Zauber finden wir wahrscheinlich jetzt hier. Und müsste aber eigentlich jetzt hier plus 2 geben, also auf 14. Ich meine, das ist ja jetzt konstant, also. Könnte man ja dann hier anzeigen. Okay. Ja, strahlendes Kind nehmen, bleibt an. Ja. Zauberresistenz 18 ist natürlich auch cool. Wo sieht man das? Zauberresistenz 18. Aber gegen wirklich starke Gegner, Zauberresistenz 18. Ah. Vielleicht so gefühlt eine 50% Chance, an solche Zauber zu widerstehen. Jetzt hier, also wir haben, glaube ich, bei gar keinem Charakter Zauberresistenz. Nee. Okay, ja, wir lassen das so, wie es ist. Noch ein Buch. Die Essenz der Weltordnung. Bis vor kurzem kannten wir diese Welt nur aus Büchern und Geschichten. Eine von Hyänen heimgesuchte Kloake, die uns Länder und Grenzen auferlegt, uns mit Erpressung und Lügen unterdrückt und ihre Macht und Autorität um jeden Preis durchsetzt. Allerdings führt eine andere Hand diese Sklaven, die sich für Meister halten, eine Bedrohung, die weit beängstigender ist als einige hochmütige Narren. Unsere Gefilde werden insgeheim von den ältesten Kreaturen Golarions regiert, den Bewohnern der immerwährenden Finsternis, die um die Vergangenheit und die Zukunft wissen. Wir folgen Pfaden, die wir nicht sehen können und haben nicht die Macht, sie zu verlassen. Und ihr Ende kennen nur unsere verborgenen Meister. Einige Leute beharren darauf, dass Zeichen reiner Zufall sind, aber sie deuten allesamt auf eine groß angelegte Verschwörung hin. Nur Nah erkennt nicht, wie Myriaden von Zufällen ein riesiges Spinnennetz bilden. Andere haben in ihrem eigenen Willen abgeschworen und unseren unsichtbaren Meistern in den Tiefen die Treue geschworen. Seht euch das an. Diese Bücher sind neuer als die in den anderen Regalen. Erlaubt sich da jemand einen Scherz? Me see, me keep. So, Fallen finden. Noch eine Minute. Ja. Waren wir hier gründlich? Ja. Okay. Oha, hier lauert die Gefahr und von zwei Seiten, vielleicht sogar von dreien. Aber machen wir erstmal hier weiter. Okay, wir gehen zurück. Noch einmal hier oben nach. Auch eine verschlossene Tür. Okay. Das sieht gefährlich aus. Das sieht sehr gefährlich aus. Geht der Größe anwerfen. Okay. Gut, wir haben wilde Zauberkatzen, Stufe 10.
Rotkappen-Barbar. 8 Feenwesen, 5 Barbar. Von hinten kommt erstmal nichts. Jubilost. Auge des Bombenwerfers. Wobei, die kommen ja jetzt sehr schnell. Ne, nimm einfach nur Explosionsbomben. Und alle können angreifen. Ja. Alle hier angreifen. Okay, hier wird's gefährlich. Heim geht in den Nahkampf. Jubilost ein bisschen zurück. Und hier auf die Katze. Richtig stark, schaut mal an. 73 Schaden durch eine Bombe und dann halt noch der AOE-Schaden. Okay. Weitermachen. Jetzt Bomben sparen. Gemeinsam Fokus 2 auf den hier. Okay. Lied ausmachen. Loot einsammeln. Da ist eine Kiste. Silberpulver. Noch eine Kette. Rang Bullenstärke und Gold. Trainingspuppen voller Kampfspuren, die von einem Goldschwert zu stammen scheinen. Guten Tag. Wir stellen uns mal anders auf. Wir schauen uns vorher die Kiste an. Okay. Ein Nunchaku. Aber exotische Umgangsgruppe. Feurig. Ein Kompetenzbonus von plus 5 auf Athletikwürfe. Ja, werden wir nicht verwenden. Ah. Orkische Doppelaxt. Meisterstück brauchen wir auch nicht. Bleibt da drin. Und. Einmal leichte Wunden heilen bei. Nee. Maria hat auch was abbekommen. Dann hier einmal Energie fokussieren. Und. Lied des Erfolges anwerfen. Dann reden wir mit dem. Vor dir steht ein turmhoher, im Laufe der Zeit nachgedunkelter Eisengolem, der einst von unbekannten Meistern geschaffen wurde. Deine riesigen Arme könnten dich in Stücke reißen, doch er bleibt regungslos stehen. Den Golem untersuchen. Mächtige Panzerplatten schützen den Mechanismus, der die riesige Gestalt in Bewegung setzen könnte. Dieser Golem wurde eindeutig als Kampfmaschine gebaut. Wir sind noch nie auf einen freundlichen Golem gestoßen. Aber das kann natürlich auch sein, dass der jetzt hier, ja doch, wir haben Hinweise bekommen darauf, dass hier ein böser Gott eventuell gefangen gehalten wird. Vielleicht ist er, eigentlich gehört er zum Schutzmechanismus dagegen. Weil auf uns ist er jetzt erstmal nicht angesprungen. Wir treten von dem Golem zurück. Vielleicht ein großer Fehler? Vielleicht auch nicht. Die dann machen. Also wir hatten das auf jeden Fall im Hinterkopf, dass der da noch steht. Und das im Hinterkopf behalten heißt, dass unsere Fernkämpfer hier rübergehen.
Harem. Fernkampfwaffe. Wollen wir das einmal so machen? Und each step brings us closer to the end. I see something. Boah, krass, Valeria hat es nicht wahrgenommen, ja, die Falle. This is not the way it works. Trickwurf fehlgeschlagen, Schwierigkeitsgrad 32. Okay. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Let's head out. Aus irgendeinem Grund, ich hatte glaube ich gerade Nocknock nicht ausgewählt gehabt. Ach, weil der zu den Nahkämpfern gehört hatte. Die, ja, Eras und Nocknock haben da ja aufgepasst. Okay. Und Dubelos hat es nicht geschafft, die Falle zu entschärfen. Also, hier nochmal. Okay. Inzi hat gerade Fallen finden nicht mehr aktiv. Ah, jetzt habe ich das weggeklickt. Sorry, Leute. Ich bin das so gewohnt, wenn irgendwelche Kämpfe sind oder so, die schnelle Leertaste zu drücken. Boah, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendeine coole Animation weggeklickt. Na gut, schauen wir uns das hier an. Wir haben da einen Rotkappenbaba. Wir haben eine gesichtslose Schwester. Da wissen wir nicht, wie. Das ist Tristan? Das ist auch Tristan. Bin mir nicht sicher. Und da sind noch Steingolems. Die gesichtslose Schwester dreht sich zu dir um. Unter der Kapuze, die ihr Gesicht verbirgt, funkeln dich wütende graue Augen an. Ihr wart es, ihr habt meiner Schwester die Hoffnung geraubt. Ihr habt ihr und unser Leiden verlängert. Sie hält inne, um Luft zu holen und fügt dann gleichgültig hinzu. Dafür werdet ihr sterben. Von welcher Schwester sprecht ihr? Sie ist die Königin dieses Horizonts und aller ungesehenen Horizonte. Sie ist die Herrin der Träume und die Verkörperung aller Gelüste der Sterblichen. Sie ist der Zorn und wird diese Gefilde zu Staub zermahlen. Ich diene Nyrissa, Sterblicher. Als du diesen Namen hörst, läuft dir ein kalter Schauder über den Rücken. Eine übersinnliche Kälte lässt deine Schultern kurz erstarren, ehe sich das Gefühl wieder verflüchtigt. Ich habe schon andere wie dich getroffen. Sag mir, wer bist du? Eine Zen-Botin der ersten Welt. Eine Dienerin der Macht, die gegen ihren Willen in diese Sümpfe kam. Meine Bürde ist schwer, doch ich trage sie, ohne zu straucheln. Ich werde mich nicht beugen. Weder dem Schicksal noch meinen Feinden und schon gar nicht Kreaturen wie euch. Ein Jammer, dass ich wohl kein Gespräch mit euch führen kann. Ich habe Jahre damit zugebracht, die erste Welt zu studieren, aber eine derart bemerkenswerte Expansion in die materielle Ebene sehe ich zum ersten Mal. Das letzte Ereignis von auch nur annähernd großer Bedeutung war der Exodus der Gnome. Was ist hier passiert? Die verwundete Lerche eilte zu ihrer Herrin, um ihr selbst von ihrem Versagen zu berichten.
Die Schwester wirft dem knienden Christian ein spöttisches Lächeln zu. Dieser scheinheilige Narr konnte nicht einmal einen einfachen Befehl ausführen. Wegen euch. Und will unsere Herrin herausfinden, was ihr der Oculus zeigen wollte. Und ich, die Frau faltet die Hände, ich bleibe zurück, um für meine Herrin all jene zu beseitigen, die ihr nicht mehr von Nutzen sind. Christian, kannst du mich hören? Wach auf. Der Sarenrae-Kleriker wendet sich nicht einmal zu dir um. So sehr ist er in sein verzweifeltes Gebet zu seiner Göttin versunken. Spart euch euren Atem. Diese Lerche hat geborstene Flügel und ist nutzlos. Ich werde mich um ihn kümmern, sobald ich mit euch fertig bin. Ja, dieser dermaßen abgrundtief böse, dass Elras jetzt nicht versucht, im Kampf aus dem Weg zu gehen. Also das ist eine große Gefahr und die muss gebannt werden. Genug, sagt mir, wo Nerissa ist. Sie ist gegangen. Wohin und warum geht euch nichts an? Ich bin nur geblieben, um ihre Spuren und die Diener zu beseitigen, die sie zurückließ. Wisst ihr, diese Gefilde waren schon lange vor eurer Zeit unsere Heimat. Diese Mauern haben schon einen anderen Sterblichen gesehen, der inzwischen, wie ihr, Nerissa dient. Wir haben ihn alles gelehrt. Wir zeigten ihm den Weg. Wir sagten ihm, was er glauben und wem er dienen soll. Meine ältere Schwester Nerissa, sie ist die Herrin der Halbwahrheiten und nutzt die Hoffnungen und Schwächen anderer mit ihren Worten aus. Um Amak gefügig zu machen, bedurfte es nur einiger Bücher und Legenden über eine große Bestimmung. Christian ließ mir glauben, Nerissa hätte ihn seiner heiligen Gabe beraubt und ihn mit einem sterblichen Körper verflucht. Aha, also sowohl Amak als auch Christian wurden von Nerissa korrumpiert. Christian zuckt zusammen und hebt seinen Kopf, als würde er aus einem Albtraum erwachen. Lügen? Dann war alles gelogen. Gnadenhafte Sarenrae, erhöre mein Gebet, verbrenne mein Herz, reinige mich mit deinem Feuer, bewahre mich von dem Bösen. Ah, das hat er aber vorher gesagt und jetzt hat er gesagt, lügen? Dann war alles gelogen. Und alles, was nötig war, um euch zu kontrollieren, Baron, war ein Köder. Die Aussicht auf euer eigenes Land, in dem ihr herrschen könnt. Und ihr habt den Köder geschluckt. Ihr alle. Die Schwester strafft ihre Schultern. Genug, ihr seid ein Ding der Vergangenheit und ich muss diesen Ort von euch befreien. Und von Christian. Macht euch bereit zu sterben. Ich glaube nicht, dass sie noch mehr sagt, aber wir versuchen es. Halt, das ist nicht alles, was ich wissen möchte. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, ob der Steingolem von hinten noch angedackelt kommt. Na gut. Der Effekt wäre, wenn wir uns hier raus teleportieren könnten. Das wäre echt richtig cool. Lindsay? Ah, Initiative 5,5. Immer alle nah an den C. Und alle die Automatik ausmachen. Nein, Automatik könnt ihr anmachen, aber dann gleich stehen bleiben. Gleich stehen bleiben. Lindsay, durch das Lied anwerfen, ja. Das ist nicht gut, Leute. Das ist die Geschichte mit Todesschutz.
Tristan ist auf unserer Seite. Okay, Lindsay wegteleportieren. Die gesamte Gruppe. Aber nach da hinten teleportieren. Okay, hat funktioniert. Alle dabei? Alle dabei. Okay, dann haben wir unsere Fernkämpfer schon mal in Sicherheit gebracht. Und dann gehen wir jetzt mit allen in den Angriff über. Und Linze wirft... Ja, was wirft Linze jetzt an? Geht der größer? Mach euch nicht des Mutes. Ja. So, Knock Knock. Passt. Passt auf Harim. Harim geht auch ruhig ein bisschen weiter nach vorne und wirft, oh, das ist unten an. Na, ah, okay, ich kann das jetzt so nicht kombinieren. Mal mit Vorwärter. Oh, das ist unten haben wir. Achso, die Gegner kommen näher. Das heißt, das müsste eigentlich hier schon ganz gut funktionieren. Von der Reichweite her. Einmal überprüfen. Ja, ist ja kein Problem. Kriegen alle. Also, Lied wurde angeworfen. Dann, Lindsay, was machen wir mit Lindsay? Ah, keine Gelegenheitsangriffe fressen, aber wenn sie jetzt Hildras von hinten halten, müsste eigentlich funktionieren. Dann immer schwere Wunden ein bei Hildras. Oh, ein Vorwärter, langsam. Ja, sehr gut. So, Jubilus hat die Hass gewirkt. Hast du es durch? Ja. So, und dann brauchen wir bei dir eine höhere Reichweite für deine Bomben. Und wenn du angreifst, dann auch mit Explosionsbomben. So. Harim. Du kannst hier hinten mal was... Achso, Moment. Stufe 6 Kreaturen beschwören. Aber gerade 5. Er wird einen Bralani Azata beschwören. Das ist ein Fernkämpfer. Er kommt mal dahin. Ja. Lindsay. Lindsay hat auch noch nette Sachen. Ah, gut, jetzt hier gegen die Steingolems. Weiß ich nicht, was haben die für Immunitäten? Ruhig, Zwang, Gift, bezaubert, betäubt, tot, Attributswert, Schaden, Entzug, Zauberimmunität. Zauberimmunität hört sich ja auch ganz schlimm an. Also bei einem Gegner. Immunitäten, Effekte und Zustände, schwieriges Gelände. Ich möchte jetzt nicht, dass Linze so weit vorgeht, dass sie hier Gelegenheitsangriffe frisst. Ja, ich bleib einfach stehen und halt eventuell mal. Ja. So. Ihr greift den gleichen Gegner an für hinterhältige Angriffe. So, jetzt haben wir ja Augen des Bombenwerfers durch und jetzt geht's hier richtig zur Sache. Jetzt kommt gleich. Oh. Und Angriff mit Feuer. Aber Harim jetzt hier. Zack. Da ist jetzt die, der Fernkämpfer. Der ist richtig gut. Sollte richtig gut sein. Der greift sogar mit Blitz an.
Macht der Friendly Fire? Und wenn der Friendly Fire macht, beschwöre ich den nie wieder. Na gut, man könnte natürlich jetzt Schutz gegen Blitz casten. Oh Mann, Leute. Schuss vor Elektrizität. Ja, wir sind geschützt. Gegner nicht. Nubilus, das ist ein einzelnes Ziel. Zielbombensatz. Knock Knock bekommt Unsichtbarkeit. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir jetzt hier sterben, weil die Attribute dermaßen reduziert werden. Also Geschicklichkeit ist hier schon bei 9. Boah, Knock Knock. Passt. Knock Knock hat Probleme. Harim. Nee, komm Harim, du machst was ganz anderes. Du gehst in den Nahkampf und zeig uns mal, was du drauf hast. Light. Richtig Schaden. Zack. Und heute eine Todesfeen. Ah, wird gehighlightet. Ihr seht das vielleicht ganz. Ah, dieser Kreis. Passt. Nochmal 14 Schaden. Ah, könnte sein, dass Harim dann einen Gelegenheitsangriff frisst. Harim hat keine. Jubilus hat keine Bomben mehr. Das ist natürlich krass. Oha, mit erfrischendem Auftritt würde sie jetzt auch See heilen. Stufe 20 übrigens. 12 Hexenmeister, 8 Feenwesen. Ja, komm. Schau mal, dass sie vielleicht hinfällt. Okay, geschafft. Tristan dreht sich mit gequälter Miene zu dir um. Elras, lasst mich euch etwas sagen, ehe ihr über mein Schicksal entscheidet. Nyrissa ist weg, sie kann mich nicht mehr zum Schweigen zwingen. Er sieht ziemlich tot aus. Ich habe die Lügen und Täuschungen satt, wir haben uns nicht zufällig getroffen. Es war Nyrissa, die mich zum Tempel des Ace geschickt hat. Sie hat diesen Nebel beschworen und Jod eine Vision des Ortes gesandt. Seitdem habe ich euch beobachtet und auf meine Chance gewartet für Nyrissa. Aber das ist nicht alles. Ich half ihr, die immer blühende Blume zu erschaffen und zu pflanzen, die eure Bau nie beinahe zerstört hätte. Wie ihr seht, Christian schüttelt den Kopf. Wie ihr seht, waren die Ereignisse in Vordakais Grab nur eines meiner vielen Verbrechen. Tristan schweigt einen Augenblick. Das ist alles. Macht mit mir, was ihr für richtig haltet. Tristan, wer bist du? Tristan senkt den Kopf. Ich bin ein Deva.
ein heiliger Diener und Bote von Sarenrae selbst. Einst war es meine Bestimmung, die Gebete der Sterblichen zu hören und sie anderen Dienern der Göttin zu überbringen. Doch dann tappte ich in eine Falle, die Nerissa mir gestellt hatte. Sie nahm mir meine Kräfte und durchtrennte mein Band mit der Göttin. Jedenfalls dachte ich das. Nerissa drohte, wenn ich ihr nicht diente, würde sie mir meine Flügel niemals wiedergeben und ich könnte nie wieder mit Sarenrae sprechen. Sie zwang mich, sie. Tristian verschummt und seine Miene verfinstert sich. Ich belüge euch schon wieder, Elras. Wäre ich nicht so feige gewesen, hätte mich Nerissa niemals ihrem Willen unterworfen, aber ich hatte Angst, sterblich zu bleiben. Wir haben ja also einen Krieger der göttlichen Armeen des Lichts. Freundlich gesagt hatte ich schon vermutet, dass Tristian nicht ehrlich zu uns ist, aber damit hätte ich nicht gerechnet. Ah, Schluss mit Rede, Gerede. Kopf tut weh. Ja, wer ist Nerissa? Eine Nymphe, eine der schönsten Kreaturen der Welt, das hinterhältigste aller Monster. Aber wer sie ist und was sie will, das weiß ich nicht. Ich traf sie, als ich durch die Ebene der negativen Energie reiste. Eine seltsame Wunde, als hätte etwas Raum und Zeit durchbohrt. In meinem Stolz und mit dem Wissen um meine Fähigkeiten folgte ich dem Weg in diese Welt. Christian schüttelt den Kopf. Sie machte kurzen Prozess mit mir. Ehe ich fliehen konnte, saß ich in ihrer Falle. Sie füllte meinen Geist mit schrecklichen Albträumen. Und als ich erwachte, war ich sterblich. Ich hatte keine Wahl. Christians Stimme wird schrill und verzweifelt. Überhaupt keine Wahl. Erzähl mir von Nerissas Suche nach dem Auge. Nerissa hat das Erwachen einer alten Macht unter den Hügeln von Levinis gespürt. Sie wusste von Vordakai und auch von dem Auge. Sie wusste nur nicht, wo sich sein Grab befindet. Die gesichtslosen Schwestern und numerianischen Barbaren in ihren Diensten wurden entsandt, um nach dem Zugang zum Grab zu suchen. Aber ihr habt es vor ihnen gefunden und hättet das Auge in euren Besitz gebracht, wenn ich nicht gewesen wäre. Wozu wollte Nerissa den Oculus von Abaddon? Ich weiß es nicht. Als ich versagte, Tristian unterbricht sich. Als ich euch nicht vernichtete, wurde sie wütend. Es gab nur einen einzigen Weg, ihre Gunst zurückzugewinnen. Ich musste den Oculus von Abaddon finden und zu ihr bringen. Ich weiß nicht, warum sie ihn haben will, aber sie vernichtet alles, was zwischen ihr und dem Oculus steht, euch eingeschlossen. Ich flehe euch an, Elras, seid vorsichtig. Ihr vergesst niemanden, der es wagt, sie herauszufordern. Die Schwester hat irgendwelche Lügen über ein heiliges Geschenk und einen sterblichen Leib erwähnt. Als ich aus Nerissas Zaubern erwachte, war ich sterblich und kein Deva mehr. Nerissa erklärte mir, sie hätte mir meine Unsterblichkeit genommen, mein Band mit meiner Göttin durchtrennt. Aber nach allem, was die Schwester gesagt hat, Christian atmet tief durch und hebt den Kopf. Ich weiß nicht mehr, was wahr ist und was nicht. Bis jetzt dachte ich, Nerissa würde zwischen mir und Sarenrae stehen, aber wie es scheint, hat sie gelogen. Was ist das für eine immerblühende Blume, von der du da redest? Das war Nerissas Werk, eine seltsame Pflanze, die Sterblichen in den Tod bringt und Tore in die erste Welt öffnet. Sehr viel mehr weiß ich nicht. Ich habe nur mein Wissen und die Ebenen genutzt, um die Pflanze in zwei Welten gleichzeitig einzuwurzeln. Ja, das hatten wir ja dann. Da sind wir gegen vorgegangen. Erfolgreich. Christian zuckt zusammen. Was Nerissa getan hatte, war schändlich. Aber auch ich bin nicht frei von Schuld. Ich wollte das alles nicht. Sarenrae sei meine Zeugin. Aber aus Furcht, ihr göttliches Licht zu verlieren, schwand meine Entschlossenheit. Also tat ich, was mir befohlen wurde. Diese Kultisten aus dem Königreich der Gereinigten, die mich töten wollten. Hattest du damit auch etwas zu tun? Zum Teil. Nerissa hat den ersten Gläubigen verhext. Sie versprach ihm und allen seinen Gefolgsleuten ein Paradies im Tausch gegen euren Kopf. Meine Aufgabe war es, euch in die Falle zu locken.
Ein Lächeln huschte über Tristians Gesicht. Aber Nerissa hatte mir nur befohlen, euch in die Falle zu lockern. Sie hat mir nie verboten, euch zu beschützen. Deshalb kämpfte ich in dieser Schlacht an eurer Seite. Ich weiß jetzt, was ich mit dir machen werde. Du glaubst in Tristians Gesicht einen Anflug von Angst zu sehen, aber er schweigt. Valerie seufzt tief. Das könnte nur ihr entscheiden, aber ich könnte einem Verräter niemals vertrauen. Niemals. Ja, also was würde seine Gesinnung sagen, Elras Gesinnung? Also seine Gesinnung neutral gut wäre, du hast genug gelitten. Ich vergebe dir, Tristian. Ihn töten wäre sogar, oder angreifen wäre sogar böse. Ja, ich finde, das passt auch ganz gut dazu, neutral gut, dass Elras ja ein Elf ist und, ja, vielleicht ein besseres Verständnis hat für solche übernatürlichen Erklärungen. Du hast genug gelitten, ich vergebe dir, Tristian. Tristians Lippen zittern, als er dir mit schwacher Stimme dankt. Ich danke euch. Der Kleriker holt tief Luft, als wolle er sich sammeln und sagt dann mit fester Stimme: Ich werde euch verlassen und zur Stadt aufbrechen. Vielleicht finde ich auf meinem Spaziergang einen Weg, alles wieder gut zu machen. Er nickt dir zum Abschied zu. Bis zum nächsten Mal, Elras. Neues Ereignis. Forschung über das Wesen von Flüchen, Tristian. Und er lebt wieder. Ist aufgestanden. Wie sieht es hier mit den ganzen Konstitutionsschäden und sowas aus? Oha. Oha, Leute. Das sieht übel aus. Aber wir haben hier mit Harim teilweise Genesung. Und einen solchen Sturm aber gar nicht eingesetzt. Na gut. Teilweise Genesung haben wir auf jeden Fall. Und wir haben ganz viele Schriftrollen. Was heißt ganz viele? Ich glaube 8 Schriftrollen oder sowas hatten wir gekauft gehabt. Um die Attributschäden zu heilen. Leute, ich werde mal versuchen, für die nächste Folge unsere Gruppe hier möglichst Heile zu bekommen. Und, achso, wir können vorher noch Loot einsammeln. Das kann man natürlich machen, wenn es hier Loot gibt. Nee, können hier nichts einsammeln. Also hier hinten dann noch, ja. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Macht's gut. Bye, bye.